Liebe Musikfreunde, heute gibt es eine traurige Nachricht. Sigi Schwab ist tot. Er starb am 11.01.2024 nach langer Krankheit. Für mich persönlich ist es ebenfalls sehr bitter, weil er mein musikalischer Ziehvater über Jahrzehnte war. Erst vor ein paar Wochen haben wir noch telefoniert und er wollte ein Stück aus meiner Feder noch mit seinen Ideen etwas ausarbeiten. Welch große Ehre! Sigi Schwab gehört zweifelsohne zu den wichtigsten Zupfgitarristen aller Zeiten. In Zeiten, in denen die stilistischen Lager noch streng getrennt waren, wandelte er unbeirrt und mit dickem Fell zwischen diesen umher. Denn es gab nicht selten Ablehnung für solche Vögel. Ja, er war auch mit ein Vorreiter von der heute schon fast selbstverständlichen Weltmusik. Er reiste durch die ganze Welt, sammelte Eindrücke und Instrumente und brachte uns diese mit seinen Kompositionen mit nach Hause. Er war sogar kommerziell erfolgreich, zum Beispiel mit Peter Horten, der kürzlich auch verstorben ist, im Duo Gitarrissimo, mit Filmmusik für den Kino- und TV-Film Anna und Hollywood-Ikone Quentin Tarantino verwendete für seinen Film Jackie Brown einen Song von Sigi. Das muss man mit Zupfgitarre erstmal schaffen. Aber er war nie ein Star. Er war immer nur ein ewig neugieriger und begeisterter Musiker. Ich sah ihn das erste Mal 1986 mit seiner Percussion Academia in der Biberacher Gigelberghalle und war nur noch geflasht. Am Ende des Konzerts beim Abbauen bat er mich auf die Bühne und er nahm sich alle Zeit der Welt für mich, den jungen Gitarristen, um mir alle Fragen zu beantworten. Ich hatte danach fast Schnappatmung. Das war einer meiner prägendsten und motivierendsten Momente meines Lebens. Vielen Dank, Sigi. Ruhe in Frieden.